Jetzt kommt er halt. So, geht doch. Hüpf, hüpf. Reiten wir hier hoch. Müssen hier, glaube ich, dahin, wo das Ausrufezeichen ist, ne? Hoffe ich mal. Den hungernden Zivilisten helfen. Na komm her. Oh, ich hasse solche Events. Ja, geben wir mal den hungernden Zivilisten helfen. Kein Fleisch im Inventar. Kann er seine Kuh hier fressen? Naja, reiten wir weiter. Ist jetzt nicht von Belangen, denen zu helfen. Von daher. Wir müssen jetzt da landen. Okay. Wer weiß, was uns da erwartet. Die Weide. Wobei ich mich frage, ob in dieser Tundra hier überhaupt was wachsen kann. Da ist eine Kiste. Gehen wir da erstmal hin. Wenn wir durchs Gestrüpp kommen. Ne, nicht hoch aufs Haus. Maximale Anfang. Alles klar. Karte. Wo müssen wir denn hin? Da sind wir. Da ist das Zeichen. Sehr schön. Logbuch. Nee. Giftpfeile. Ah, wie konnte man Pfeil und Bogen schießen? Ich hab's echt vergessen, ne? Hier. Tomahawk. Ja, setzen wir wieder auf. Reiten wir dahin. Und dann schauen wir mal, was die große Weide uns so bringt. Für schöne Sachen, die das Leben bunter machen. Müssen wir hier absitzen, weil jetzt müssen wir hier hochklettern. Ja. Das ist Bergkletterkunst par excellence hier. Da kann Reinhold Messner einpacken. Die Wölfe haben den Zivilisten getötet. Ja. Irgendeiner braucht ja was zu essen. Was haben wir denn da? Eine Leiche? Ja. Eine Leiche. Okay. Wir warten durch den... Ach, hier oben. Elche. Stirbt er jetzt? Sehr schön. So. Häuten wir das Vieh mal. Rossfleisch erhalten. So, jetzt klettern wir hoch zur Weide. Und holen uns eine Runde Weidentriebe. Es sind ja noch Weidentriebe.
Was haben wir hier? Ah, hier, das ist der Kollege. Okay. Nun bist du allein. Wie gefährlich ist es? Jede Reise in die Geisterwelt ist einzigartig. Für einige ist es sehr gefährlich. Du wirst deine Antworten ganz oben in der Weide finden. Okay. Dann klettern wir da mal hoch. Na, nicht runterspringen. Wenn ich so als Kind hätte geklettern gekonnt. Jetzt hänge ich wie ein nasser Sack an dem Baum. Hier hoch. Ah, gut. Was ist das? Okay. Verzeih mir, Mutter. Ich muss mit Washington reden, um das alles zu verstehen. Das ist der einzige Weg. Was ist das jetzt hier? Laufen wir mal den Wölfen hinterher. Wo werden sie uns hinführen? Irgendwie sieht das hier alles nicht so aus wie ein Drogenrausch. Ich weiß natürlich nicht, wie es aussieht im Drogenrausch. So. Hier ist der Wolf. Und jetzt? Da lang. Irgendwie scheinen wir hier unbewusst irgendwo lang zu rennen in unseren richtigen Gedankengängen. Hier ist eine Wand. Ah, hier.
freaky. So eine Obsession hatte ich. Weiß ich nicht. Hätte ich auch gern mal. Ist aber eine lange Reise durch unser Sein. Nee, hier rennen wir zurück. Jetzt können wir auch nur noch gehen. Ah. Okay. Was muss ich jetzt machen? Ah, okay. Der arme Hirsch. Mission beendet. Okay, und jetzt? Ah. War das nur ein Traum? Könnte ich... Keine falsche Bewegung. Klare Schusslinie. Mein Tomahawk, Sie haben es genommen. Ich werde es mir wiederholen. Mein Tomahawk, her damit. Niemand wird mich jetzt noch aufhalten können. Okay, davon geht Lebensenergie ab. Zack. Immer mitten in die Fresse rein und nochmal noch treten. Verschaffen uns erstmal Überblick.
Hier ist bestimmt mein Tomahawk wieder drin. Die Ausrüstung ist nicht in der Kiste. Jetzt sind sie alle hinter mir her. Das ist nicht gut. So war das nicht geplant. Ah, hat dann doch schon ein bisschen in sich, dieser Wolfsmantel. Ja, starten wir nochmal von null. Niemand wird mich jetzt noch aufhalten können. Komm. Nee, ich will den Körper nicht tragen. Körper ablegen. Ich will... Scheint eine, wie nennt man, Stealth-Mission zu sein hier. Also wenn man den Zorn aller auf sich zieht, dann ist das nicht so gesund. Und weg mit dir. Gucken wir mal in die Kiste hier rein. Was hier so drin ist. Ausrüstung gefunden, sehr schön. Wo müssen wir jetzt hin? Was ist das für ein Zeichen? Ah, ein Flüchtlingsdingens. So, alle wegmachen hier. Hui.